So, hallo meine Freunde, willkommen zu diesem neuen Let's Play Metin2.de Azrael Video. Ich hoffe, bei euch ist alles gut und wir sind aktuell wieder in der Sungmahis Invasion, aber wir sind in der Devil's Catacomb und das Coole daran ist, da kann man halt wirklich tatsächlich auch gut Geld machen, weil das ist eigentlich von den Invasionen her die beste Map, weil man bekommt Mondsteine, Titandioxide und Achatz. Wobei Achatz ist nicht so viel wert. Aber wenn man Glück hat, kann man als Standard-Drop von den Mobs Mondstein oder Titandioxid bekommen, was ja auf Azrael zumindest um die 3 Won circa wert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld das auf den anderen Servern wert ist, aber auf Azrael müsste es so zwischen 3 und 4 Won sein. Titandioxid, ich glaube zwischen 1,1 und 1,5 Won. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Servern ist, aber da könnt ihr mir gerne mal was in die Kommentare schreiben, weil das sind ja bei vielen Sachen immer schon Preisunterschiede zu erkennen. Dann, bei der Sungmahi-Invasion, was halt immer wichtig ist, Elementar-Dev dabei haben, zum Beispiel jetzt Widerstand gegen Dunkelheit oder irgendwie sowas im Tali, das wäre halt ganz cool, gerade bei der Devil's Catacomb. Bei der Devil's Catacomb muss ich auch sagen, das habe ich jetzt für mich so gemacht. Ich habe jetzt jedes Mal Drachengott-Verteidigung drin, wenn ich bei dieser Map bin, weil die Mobs sind wirklich sehr stark. Ich habe genauso Granatohrringe auch noch drin. Viel TP absorbieren am besten, weil die Mobs, die ballern wirklich hart Damage und mit DGV ist es einfach entspannter, da durchzuziehen. Selbst mit der Schlangenrüstung plus 15 merke ich das. Und da möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wenn es jemanden gibt auf Azrael, der zufälligerweise eine Schlangenrüstung plus 15 verkauft oder vertauscht mit TP und über 700 Verteidigung und Doppelmob. Bonis am besten irgendwas mit Wind, aber muss jetzt auch nicht sein. Der kann sich mal gerne bei mir melden, weil ich suche aktuell noch eine zweite Schlangenrüssi. Und wenn da jemand was hat, alles anbieten, weil da hätte ich mal Bock auf eine zweite Schlangenrüssi plus 15. Weil man merkt schon, bei manchen Sachen wäre eine mit TP vielleicht gar nicht so schlecht. Mit FKS wäre auch cool. Da gab es ja eine von Prime Philip, der die verkauft hat mit 15 Blitz, 15 Wind. Ich weiß aber gar nicht, wer die hat. Also diese Person, falls du diese Rüstung noch besitzt, kannst du mir auch gerne mal schreiben. Vielleicht findet man da auch irgendwie eine Lösung. Genau. Wir sind dann wieder beim Nebel-Edit-Armband. Das habe ich ja in den letzten Let's Plays schon gehabt. Da war halt das Problem. Also ich sag's mal so. Ich möchte es für den Höllenturm, weil es hat 20 Teufel und TP und ein bisschen TPA. Ich bin jetzt im Höllenturm komplett auf Präzision gegangen, also den höheren Ebenen, weil da finde ich, komme ich besser zurecht damit. Und dieses Armband wollte ich einfach ganz entspannt auf 9 uppen. Und ich dachte so, naja, okay, ein paar Fails wird es mal schon vielleicht kosten, ist aber nicht so schlimm. So. Jetzt ist das Problem, dass es irgendwie gar nicht hoch will. Das ist halt so, wenn man ab, das ist halt auch mal unvermeidbar, ne? Dass da mal wirklich mies Fails reingehen und es gefühlt gar nicht hochgeht. Jetzt haben wir den 8er Try, der wieder gefailt hat. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, wenn es jetzt wirklich gar nicht mehr klappt, ist mir dann auch egal. Dann lasse ich es einfach zum Beispiel auf plus 8, dann ist es okay. Wenn jemand ein Doppelprezi-Armband hat auf Azrael. Plus 9. Mit 1 bis 2 KTP, 20 Teufel und am besten noch irgendwie 15 Wind, 15 Feuer oder 15 Blitz. Irgendwas davon. Auch am besten alles. Vielleicht noch TP absorbieren. Das muss jetzt aber gar nicht so unbedingt sein. Der kann mir das gerne anbieten. Da kann man bestimmt was abkaufen, weil dieses Armband, was ich aktuell habe, ist okay, aber es ist für mich nur ein Übergangsarmband und am liebsten hätte ich einfach ein gescheiteres, was noch eine schöne Elementar-Dev dabei hat und was halt plus 9 ist, weil je mehr Präzision, desto besser. Ja, wir haben dann weitergeupt und ich kann sagen, wir haben jetzt hier wirklich so die letzten Tries. Es ist jetzt nochmal auf plus 8, da ist es wieder gefailed. Jetzt geht es nochmal versuchen auf 7. Da muss man auch ganz klar sagen, solche Equipment-Teile mit Drachensegi, mindestens ab plus 6 würde ich die Drachensegi benutzen. Oder halt auf plus 6, weil sonst kannst du vergessen, finde ich. Wir haben es auf 8 gelassen und dabei ist es auch geblieben. Hier
eine Sequenz, wo wir bei Tamios 200 Won Schulden abzahlen. Das sind die ersten. Ich habe schon ein bisschen was abgezahlt gehabt, ne? Ich kann euch tatsächlich auch gar nicht gerade sagen, in welcher Stand das ist. Aber 200 Won sind schon mal weg. Dann habe ich auch meine alten Quilin-Schuhe, die ich damals noch gekauft hatte, habe ich verkauft für 40 Won. War auch wieder was, bisschen an Geld. Und hier nochmal an Kusoki. Dem habe ich mein das neue Zodiac-Schwert abgekauft für 225 Won. Nicht wundern, ich habe es in den letzten Let's Plays mal gezeigt. Das war ein Zodiac-Schwert mit 35 DSS, 20 Teufel, 2 Crit, 10 HM und 15 Teufel Gesamtwert. Das benutze ich eigentlich ausschließlich für den Höllenturm. 225 Won ist ein total stabiler Preis. Es ist halt ein wirklich sehr... Es ist halt eine Waffe, die auf dem Höllenturm halt zugeschnitten ist. Kannst du vielleicht auch standardmäßig so benutzen? Ja, aber nimmst du halt schon eher punktuell für den Turm. Und dann haben wir jetzt die letzten Sequenzen, und zwar vom Handschuh. Das ist jetzt der Zeitraum, als auch beim Handschuh im 6.7., als der 6.7. für den Handschuh rausgekommen ist. Dann war ich natürlich auch gleich dabei, so ja, gleich durchballern alles, ne? Vielleicht Acceleratoren verwenden, und es war ja jetzt so, beim ersten Mal ist es schon gefailed mit 70% Chance, die Bonis hinzuzufügen, und jetzt hat es mal geklappt, da war der 6. Boni leider crap und den 7. Boni haben wir dann auch noch hinzugefügt. Wenn mich jetzt jemand fragt, was ich gerne für Bonis haben möchte in dem Handschuh, dann ist es ganz klar, entweder 8 Metin, oder 7 bis 8 Metin, 4 bis 5% Angriffsschaden gegen Bosse, oder diesen Blitzboni. Also manche kennen diesen Boni ja vielleicht. Du hast dann greife Monster in der Nähe mit Blitzen an, glaube ich. Und dann, wenn dieser Boni dann wirkt, dann kriegen die Viecher, die du halt gerade hittest, kriegen alle den Schlagschaden als, weiß ich nicht, als Effekt einfach mal nochmal hinzugefügt. So. Dann kriegen deine, du hast einen Schlagschaden von 30k und dann hittest du deine Mobs und dann kommt dieser Boni, alle 15 Sekunden, glaube ich, waren es, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, und dann kriegen die Mobs nochmal 30k Damage, einmalig so, alle 15 Sekunden. Ist eigentlich ganz cool. Naja, wir haben dann 6.7. hinzugefügt und dann haben wir schon mal die kleinen Segnungen aus dem Höllenturm draufgezogen. Und da muss man aber auch ganz klar sagen, was ich auch mit der Zeit gesehen habe, da sind auch richtig, richtig viele Crap-Bonis dabei, also gerade diese Bonis für ein 6.7. Boah, die sind ja schrecklich. Also da ist richtig viel Trash dabei einfach. Aber gut, das ist halt so. Weil es nicht anders zu erwarten, ehrlich gesagt. Na, dass da auch mal, dass natürlich wieder 90% halt Trash ist. Aber gut, wir haben dann angefangen zu switchen. Da war hier sowas wie zum Beispiel Verwendung von Erdbeben, 55% Chance mit der Abklingzeit und so. Ja, braucht keine Sau, ey. Niemand juckt der Boni. Null. So, was vielleicht noch ganz cool sein könnte, wäre Fertigkeitsschaden von Bossen minus 5% da. Der im Fossi einen Handschuh gedreht mit 5% stark gegen Bosse und 5% FKS bei Bossen. Wobei, es hat ein Kollege gedreht, muss ich mich korrigieren. Und das war auch geile Kombi. Aber sowas, das drehst du ja so selten. Also, naja. Und ja, ich habe dann einfach weiter gedreht. Dann kam natürlich wieder hier Höllenstoß. Interessiert keinen, erhalte im Kampf 45% Chance Widerstand gegen Sturz. Das war, wo ich kurz überlegt habe, ist es vielleicht irgendwo relevant? Aber dann dachte ich mir so, nee, brauchst du nirgendwo diesen Boni. Also mach mal schön weiter hier. Und ja, dann der nächste Switcher, den wir dann draufgezündet haben, da habe ich mir natürlich dann erhofft, dass was Gescheiteres mal draufkommt. Aber wir werden jetzt gleich sehen, was da kommen wird. Und es sind natürlich, irgendwelche Rotzbonis natürlich. Also mit 55% Chance für Höllenstoß und Erdbeben interessiert keinen der Boni. Eine Segnung hat man noch. Und vielleicht rettet die uns noch, bevor das Video zu Ende ist. Hoffentlich. Vielleicht kommt jetzt noch was Gutes drauf. Aber sonst verabschiede ich mich schon mal. Es war leider nur Crap und ich bin raus. Euer Andi. Ciao.